Für mich muss eine Pesto unnormal cremig sein. Für die brauchen wir Spinatblätter, etwas Olivenöl, 2 Knoblauchzehen und Parmesankäse. Außerdem geröstete Pinienkerne. Und die mixen wir, bis alles cremig wird. Geben es in eine Pfanne rein, geben unser Pastawasser und unsere Pasta dazu und vermischen alles, solange die Pasta noch heiß sind, damit es cremig wird. Dazu kann man noch Hähnchen draufgeben und es ist unnormal lecker.